Das stimmt. Ja, richtig. Carly, Sandy, habt ihr Gordon gesehen? Ja, er hat vorhin doch diese echt coolen, gewellten Metallplatten hergebracht. Er sollte Musikinstrumente für ein Konzert nach Vickerstown bringen. Ist aber nicht dort angekommen. Vielleicht ist er noch im Postdepot. Da wollte er hin, nachdem er die Metallplatten abgeladen hatte. Los, kommt! Wir helfen euch beim Suchen, denn the show must go on! Der Spruch scheint doch bekannt zu sein. Gordon! Weiß jemand, wo Gordon ist? Hat jemand Gordon gesehen? Weiß jemand, wo Gordon steckt? Was war das für ein Geräusch? Hat sich angehört wie Musik. Ganz genau, das stimmt. Überall, wo wir waren, haben wir Musik gehört. Ja, nur auf der Konzertbühne nicht. Gordon hat nämlich alle Instrumente und er ist verschwunden. Ich bin ihm auf dem Weg hierher auf der Schnellzugbrücke begegnet. Dann fahren wir dorthin. Ja, ich weiß schon, denn the show must go on. Woher hast du gewusst, was ich sagen wollte? Nur so ein Gefühl. Wir müssen schneller fahren. Wenn wir Gordon nicht bald finden, können wir das Konzert vergessen. Dann mal los. Auf geht's. Gordon längst begegnen müssen. Noch ist es nicht zu spät. Genau. Ich habe nämlich mein Glücksglöckchen dabei. Und ich hoffe doch mal, dass es uns Glück bringt bei der Suche nach Gordon. Mercy, bist du das? Das hat sich angehört wie Gordon. Es ist Gordon. Ich wusste, dass mein Glöckchen Glück bringt. Gordon! Was ist denn los? Ach, der Hebel, mit dem man die Brücke herunterlässt, klemmt. Ja, und das bedeutet, dass ich nicht rüberkomme. Oh. Wenn wir die Instrumente nicht bald zu den Musikern nach Vickerstown bringen, wird das Konzert nicht stattfinden. Klar wird es stattfinden. The show must go on. Carly, kannst du dich in die Brücke einhaken? Na, und ob ich das kann? Gut so. Und nun... Tut mir leid, die Brücke ist zu schwer. Vielleicht schaffen wir es, wenn wir gemeinsam ziehen. Und jetzt alle Loks. Ziehen! Ihr habt's geschafft. Ja! Das habt ihr richtig gut gemacht. Aber wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss dringend nach Vickerstown, bevor das Konzert beginnt. Wie es aussieht, war es keine totale Katastrophe, das Boot zur Farm zu bringen. Ja, den Kühen gefällt es. Es tut uns leid, aber wir müssen das Boot ans Meer bringen. Weißt du noch, auf unserem Weg zur Farm war die Strecke holprig und wir mussten langsamer fahren. Gut aufgepasst. Dann fahren wir schnell. Und mit schnell meine ich schneckenmäßig langsam. Rückwärtsfahren! Ist überhaupt nicht schlimm, wenn man langsam fährt. Ja, ich meine, nein. Platzt einem der Kessel. Die Weiche ist noch auf den langen Umweg eingestellt. Dann müssen wir sie eben verstellen, um auf der Hauptstrecke zu bleiben. Und du meinst, das schaffen wir rückwärts? Und der Baum liegt auch noch auf den Schienen. Ich habe eine Idee. Das hätten wir. Und jetzt die Weiche. Wir wieder in der Spur. Rückwärtstag! Ja! Noch rechtzeitig zur Sonnenuntergangskreuzfahrt. Und wo sind jetzt bitte die Kühe? Raus mit euch! Wir fahren euch nach Hause! Mit euch. Endstation. Zu Hause ist es.
es am schönsten. Ihr habt das also wieder in Ordnung gebracht. Schlecht gemacht. Damit meine ich natürlich gut gemacht. Wir haben ja Rückwärtstag. Vielleicht ist es doch möglich, gleichzeitig zu spielen und zu arbeiten. Ich bin froh, dass alles wieder in Ordnung ist. Aber ich bin auch froh, dass der Rückwärtstag vorbei ist. Ich bin platt. Das bin ich auch. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Percy. Rückwärtstag. Wir sind einem Regenbogen gefolgt. Ja, und immer wenn wir näher kamen, ist er weggelaufen. Moment, war der Regenbogen vielleicht rot, orange und gelb und grün, blau, dunkelblau und violett? Sah er so aus? Ja. Hast du ihn gesehen? Na, dann seid ihr viel näher dran, als ihr denkt. Da ist er ja wieder. Los, kommt. Sehen wir nach, was wir am Ende des Regenbogens finden. Was ist wohl am Ende des Regenbogens? Vielleicht ein riesengroßer Stapel Pfeifen. Hey, wartet auf mich. Juhu. Jetzt fällt uns nichts mehr auf. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Mir auch nicht. Ich sehe den Regenbogen, aber nicht, wie man den Berg hochkommt. Die Schienen führen nur um den Berg herum, nicht rauf. Oh, das können wir vergessen. Ohne Schienen, die zum Gipfel führen, erreichen wir den Regenbogen nie. Das ist völlig unmöglich. Was ist völlig unmöglich? Da oben ist ein Regenbogen, den wir fangen wollen. Cool. Das Gleis nach oben führt hinter den Bäumen entlang. Du hast den geheimen Weg gefunden. Was, ehrlich? Ich meine, ja, stimmt. Aber wie sollen wir denn dorthin kommen? Das Gleis ist kaputt. Keine Sorge, eine Strecke zum Regenbogen kommt sofort. Ihr seid so gut wie erlöst, denn mit Sandy und Carly ist jedes Problem gelöst. Ein Klack, Klack hier, und Schnapp, Schnapp da. Hier ein Klack, da ein Schnapp, überall ein Klack, Schnapp. Beeilt euch, der Regenbogen ist gleich verschwunden. Hier ein Klack, da ein Schnapp, überall ein Klack, Schnapp. Hier ist die neue Eisenbahnstrecke von Sandy und Carly. Vielen, vielen Dank, Sandy und Carly. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Also mir nach, Freunde. Volldampf voraus. Da, wo der Regenbogen aufhört. Hey! An diesem streng geheimen Platz. Was wird am Ende des Bogens sein? Bestimmt ein Riesenschatz. Hey! Es ist nicht mehr weit, gleich werden wir es sehen. Wenn wir vor dem Ende des Regenbogens stehen. Das Ende des Regenbogens. Total. Wow. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So viel zu meinem Plan. Jetzt werde ich Schwebi nicht bei der Parade steigen lassen können. Schwebi kommt zurück. Er schwebt einfach zu hoch. Schon mein Dampf reicht, um ihn zu bewegen. Einen Moment mal. Und jetzt ist Schwebi noch weiter weg. Das heißt, dass wir den Ballon mit unserem Dampf dahin schieben können, wohin wir wollen. Aber selbst wenn wir bis nach Vickerstown kommen, wir erwischen ihn nicht. Er schwebt zu hoch. Dann müssen wir eben improvisieren. Improvisieren? Ja, du weißt schon. Wir lassen uns etwas einfallen. Gut, einverstanden. Lasst uns improvisieren. Hey, wenn wir Schwebi zum Lookout Mountain schieben, kommen wir vielleicht an ihn ran. Aber wie wollen wir ihn dann wieder bei dir festmachen? Sandy und Carly haben Haken. Ja, ich hole die beiden. Ich beeile mich, wir treffen uns auf dem Lookout Mountain. Danke, Kana. Na komm, Thomas, ich kenne die Strecke gut. Ein Dampfwölkchen hier. Und ein Dampfwölkchen da. Mia, sieh mal.
noch einen letzten Schubs. 3, 2, 1. Guten Flug! Los, komm mit! Er fliegt viel höher als erwartet. Keine Sorge. Ich fange ihn ein. Gleich hab ich ihn. Ja! Ja! Himmel, Sandy! Ja! Absolut mega! Wow, wow, wow! Festhalten, Sandy! Ich hab dich, Sandy! Danke, Carly. Postwaggon ist gar kein Wimpel mehr. Kein Wimpel mehr? Aber ohne kann ich meinen Kolbenpop bei der Parade nicht vorführen. Vielleicht haben wir ihn unterwegs verloren. Wir müssen einfach Percys Postrunde zurückverfolgen. Irgendwo muss er ja sein. Gut, dann begleite ich euch. Und ich sichere uns in der Parade einen guten Platz. Also bis später. Super, dann wollen wir mal. Hier endet die Strecke. Und wir haben alles kontrolliert. Wir waren überall, wo du lang gefahren bist. Dann muss der Wimpel irgendwo hier sein. Sehen wir uns um und tutet, wenn ihr was Orangenes seht. Hier drüben ist nichts. Na, das ist ja toll, hier auch nicht. Hast du den Wimpel gefunden, Percy? Entschuldigung, ich dachte, das hätte ich. Aber dann war es doch nur Nia. Wo kann er bloß sein? Da ist er! Oh nein! Ich hab ihn! Wir müssen ihn stoppen. Er hat meinen Wimpel. Hä? Warte! Diesel! Ach so, ihr wollt mit mir spielen. Ihr kriegt mich nicht. Juhu! Oh nein, er denkt, wir spielen Lockfang. Diesel, warte! Du hast es aber falsch verstanden. Oh! Aber wir sind besser. Diesel, halt! Das könnte euch so passen. Ich sag doch, ihr fangt mich nicht. Wollt ihr denn hin? Ich hab gewonnen. Der Grundstein des Rätsels ist gelegt. Ich habe ein Geschenk bekommen. Cool. Los, pack es aus. Pack es aus. Pack es aus. Eine Stange? Wofür mag die wohl sein? Vielleicht ist es ein gigantischer Zahnstocher. Oder ein riesiger Rückenkratzer. Von wem die wohl ist? Ein Geschenkanhänger. Für des Rätsels Lösung, die ich suchen werde, findet sich der nächste Hinweis tief unter der Erde. Das heißt, die Stange ist nur ein Teil eines Puzzles. Und das nächste Teil ist unter der Erde versteckt. Aber wo?
Seht mal, der Waggon kommt aus dem Bergwerk. Und das Bergwerk liegt ganz tief unter der Erde. Den nächsten Hinweis finden wir dort. Los, kommt! Wir beschleunigen die Sache etwas. Warte auf uns! Ja! Offen für den nächsten Hinweis. Wer hinterlässt eigentlich die Hinweise? Das ist ein anderes Rätsel. Diese Loks sind wirklich schlau. Sandy! Kali! Ist hier vielleicht irgendwo ein Geschenk für mich? Hat es eine große violette Schleife? Ja! Meinst du so eine wie da hinten? Ja, das ist es! Na los, pack es aus! Was ist ein Getriebe? Ein Getriebe ist der Teil des Motors, der dafür sorgt, dass sich etwas dreht. Vielleicht ist es ja für einen Kran. Oder für ein Motorrad. Oder für ein Karussell. Seht mal, da ist der Geschenkanhänger. Vielleicht steht wieder ein Hinweis drauf. Da, wo man aus Altem etwas Neues macht, habe ich mir den nächsten Hinweis für euch ausgedacht. Wenn aus etwas Altem etwas Neues wird. Wer auch immer dahinter steckt, er macht es einem nicht leicht. Also ich finde, es macht Spaß, ein Puzzle zusammenzusetzen. Wenn aus etwas Altem etwas Neues wird. Seht mal, auf dem Güterwaggon ist ein Recycling-Symbol drauf. Und auf einem Recyclinghof kann man alte Dinge in neue verwandeln. Ja, ich hab's. Wir müssen jetzt einfach zu Lee's Recyclinghof. Genau das wollte ich auch sagen. Also, ich sehe nicht eine einzige Kuh. Ich diesmal auch nicht. Versuchen wir es mit Moon, so wie heute Morgen. Wenn sie uns antworten, ist es leichter, sie zu finden. Ich höre was, was du nicht hörst. Moo! Moo! Von da drüben. Seit wann Moon Traktoren? Tun sie nicht. Aber Kühe schon. Hurra! Wir haben sie. 4 Kühe gefunden, 6 fehlen noch. Mit ne Mumu hier und ne Mumu da. Hier ein Mu, da ein Mu, überall ein Mumu. Das hab ich gehört. Da ein Mu, überall ein Mumu. 5 Kühe und 6 Kühe gefunden. Hier ein Mu, da ein Mu, überall ein Mumu. 7 Kühe gefunden. Mumu. Acht und 9 Kühe gefunden. 10 Kühe gefunden. Das war die letzte Kuh. Und jetzt ab nach Hause. Wir sind wieder da. Ihr kommt genau richtig. Das Gatter ist repariert. Die Kühe können nicht mehr weglaufen. Langsam und vorsichtig. Na los, Kühe. Ihr könnt runterkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arbeit. Ihr habt alle hergebracht. Ihr müsst sehr gut auf die Kühe aufgepasst haben. Eigentlich haben wir das spielend gemacht. Ihr habt das spielend gemacht? Ja, wir haben Spiele gespielt, die uns eine riesengroße Hilfe waren. Das hat offenbar ganz gut geklappt. Wo wir gerade bei Spielen sind. Wer singt mit mir auf dem Weg nach Hause? Old McCole hat eine Farm. Ich auch. Nun, ich könnte ja notfalls auch mitsingen. Old McCole hat eine Farm. Und auf der Farm, da gibt es Kühe. Wir singen vielleicht besser nicht von Kühen. Und Hühnern? Perfekt. Mit nem Backack hier und nem Backack da.
eine Kuh? Muh, richtig. Und jetzt du. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist sowas von super hügelig. Sind das etwa die hügeligen Gleise? Oh, oh, die sind aber echt hügelig. Bekommen wir denn da keine Schwierigkeiten mit unserer schweren, sperrigen Ladung? Du wirst sehen, gemeinsam wird das ein Kinderspiel. Es ist schon ein bisschen holprig hier. Glücklicherweise fährt unser Team langsam. Hey, Percy, ich würde auch gern mitspielen. Ich sehe was. Spaß gemacht. Ja, du hattest recht. Die Strecke ist wirklich ein Kinderspiel, wenn man schön langsam fährt. Wartet! Fahr doch bitte langsamer. Ich glaube, die haben uns nicht gehört. Ich meinte dich, Thomas. Wow. Posti, Geradspeichen. Da! Komm schon, na komm schon, jetzt leg doch mal eins dazu! Da! 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 Oh, das war echt knapp. Ja, das war knapp, aber irgendwie auch total spannend. Weißt du, wir sollten wirklich vorsichtiger fahren, wenn wir das Häuschen heil abliefern wollen. Ja, du hast recht. Ich habe nur an Percys Spiel gedacht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir könnten sie einholen, wenn wir durch den Tunnel fahren. Los, komm! Na dann los! Ich weiß eigentlich gar nicht, was du willst. Wir könnten doch selbst Ich sehe was, was du nicht siehst spielen. Also, ich fange an. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schwarz und weiß. Ist es das Stinktier? Stinktier? Ein riesenwiderlicher Gestank von so einem kleinen Stinktier. Aber du solltest mal sehen, was für ein Gesicht du ziehst. Was, mein Gesicht? Dein Gesicht erinnert mich an ein grünes Gespenst. Los, komm, noch können wir es schaffen, Percy einzuholen. Wow, das alte Bergwerk ist noch viel älter und bergwerkiger, als ich gedacht habe. Und dunkler. Und unheimlicher. Ja, natürlich. Gut, dass ich Percys Glöckchen hab. Denn mit dem Glücksglöckchen kann mir überhaupt nichts passieren. Also, auf geht's. Oh nein!
Und ich habe Percy mein großes Thomas-Ehrenwort gegeben, dass ich auf sein Glöckchen aufpasse. Oh, und das habe ich nicht. Was mache ich denn jetzt nur? Ich sag Percy einfach die Wahrheit. Dann wird bestimmt alles wieder gut. Hä? Und was mache ich, wenn ich kein Glück mehr habe? Langsam, Reda, langsam. Ich bin ein echter Pechvogel, denn die Glocke, die... Hallo, Carly. Hallo, Sandy. Du hattest neue Schienen bestellt? So ist es. Wenn du mir bitte folgen würdest. Schienen verlegen. Schienen verbinden. Schienen befahren. Danke. Die Aufgabe war schwerer, als ich gedacht habe. Und wie gut, dass ihr da wart und mir helfen konntet. Noch sind wir nicht am Ziel. Na, dann wollen wir mal wieder. Auf zum größten Sandberg von Sodor. Carly, kommst du mit? Sowas muss man einfach gesehen haben. Und wer weiß, vielleicht brauche ich unterwegs noch mal Hilfe. Ich habe sogar noch ein paar Schienenstücke dabei. Auf zum ihm! Wisst ihr, was ich als erstes mache, wenn wir beim Sandberg ankommen? Ich baue die sandigste Sandburg der Welt. Und was ist mit euch? Ich fahre meinen Kran aus, um zu sehen, ob der Berg so groß ist wie ich. Wetten, der Sandberg ist viel, viel größer. Und Thomas, was machst du? Thomas? Sind wir schon da? Ja, fast. Wir müssen nur noch über einen Berg. Allerdings über einen steilen Berg. Ist nicht der beste Moment, um heiß zu laufen beim Schleppen dieser Sandladung. Es wird alles gut. Ich kann dir zur Kühlung einen Ventilator bauen oder einen netten, gemütlichen Schuppen für ein Nickerchen. Oder ich lese dir meine allerliebste Gute-Nacht-Geschichte vor. Die klitzekleine Flitzerlok. Das ist nicht nötig. Ich habe nur ein wenig Durst. Ansonsten ist alles gut. Seht mal, dort drüben steht ein Wasserspeicher. Bin schon unterwegs. Sandy, du musst nicht immer alles allein machen. Auch wenn du gerne helfen möchtest. Kein Ding, Thomas. Bin gleich zurück. Vorsichtig, Sandy, Vorsicht, der Wasserspeicher kippt um. Keine Sorge, ich hab's gleich geschafft. Sandy, pass doch auf. Das ist ein echter Wasserspritzbereich. Jedenfalls habe ich keinen Durst mehr. Und du hast jede Menge Wasserreserven für unterwegs. Problem gelöst. Aber Thomas transportiert kein Wasser. Er transportiert Sand. Auch das noch. Das Wasser hat matschigen Schlamm aus dem Sand gemacht. Bis wir auf dem Recyclinghof ankommen, ist er wieder trocken. Los, fahren wir. Warte, du kannst nicht den Berg hochfahren, weil du dann den Sand verschüttest. Was sollen wir jetzt tun? Das ist alles meine Schuld. Ich dachte, ich bin dir die allerbeste Hilfe der Welt und nicht die, die die Ladung ruiniert. Das ist doch Unsinn. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Wir bleiben einfach hier stehen und warten, bis er trocken ist. Ja, wir warten einfach.